Welcher Autoverrückte würde das Angebot nicht annehmen, sofort loszufliegen und sich die Paganis anzugucken und zu testen? Während ich hier fliege, nochmal ein, zwei Infos zu Pagani. Pagani wurde von Horacio Pagani gegründet. Das ist eine Firma, die in Italien sitzt und, so wie ich zuletzt gehört habe, irgendwie 54 Mitarbeiter hat, was natürlich sehr, sehr wenig ist. Der Pagani Huayra ist das zweite Auto nach dem Zonda, der nicht mehr gebaut wird. Moin, grüß dich, alles klar? Willkommen in Prag. Hendrik habe ich beim Lions Run kennengelernt und er hat ein Autohaus in Prag, wo viele Supercars stehen. Hier sind sie. Es ist nicht nur ein Pagani, nein, es sind zwei Pagani Huayras. Auf dem Flug hierher habe ich mir, glaube ich, alle Videos reingezogen, die ich irgendwie über den Huayra finden konnte. Und ich muss aber sagen, dass der live nochmal einfach ganz anders aussieht. Und die, die mich kennen, wissen, dass ich immer früher gesagt habe, dass Pagani, dass ich die nicht ganz so geil finde. Aber die jetzt live zu sehen, ist was anderes. Und ich muss sagen, ich kann mich daran gewöhnen und es sieht schon gut aus. Also es ist sehr besonders, gerade die Lichter, sonst alle Autos immer Riesenlichter. Die sind jetzt relativ klein, eine sehr besondere Form. Es ist schon sehr krass. Jetzt gucken wir uns die mal noch genauer an und dann mal sehen. So, komm. Hier ziehen die Turbolader die Luft, wie man hört. Ich weiß nicht, ob man das gerade so gehört hat, aber das ist definitiv eins der krassesten, lautesten Autos, die ich jemals gehört habe. Ich meine, der ist schon laut, aber der hat komplett auch. Also beide auch voll Titanium, aber der hat keine Cuts mehr drin. Nochmal deutlich lauter, aber meine Ohren tun gerade weh. Das ist wirklich heftig. Bevor ich einsteige und euch alles erkläre, nochmal ein paar Fakten. Ihr habt den Motor bereits gehört. Die Abgasanlage hinter dem Motor ist eine reine Titaniumanlage, die 12 bzw. 9 Kilogramm wiegt, also wirklich mit einem kleinen Finger quasi gehoben werden kann. Die wird in Deutschland gefertigt. Der Motor selber wird auch in Deutschland gefertigt und zwar von AMG. Das ist nämlich ein 6-Liter-Motor mit 12 Zylindern Twin-Turbo, der insgesamt 730 PS generiert und dann auch noch 1000 Newtonmeter hat. Also wirklich, wirklich krank. 40 Autos werden von dem Huayra jährlich gebaut und jeder Wagen hat 1200 Titaniumschrauben in der Karosserie, im Fahrgestell und so weiter. Und diese Titanienschrauben haben einen Wert von insgesamt 69.000 Euro. Also dafür bekommt man ein paar andere, kleinere Autos. Wirklich wahnsinnig. Die Karosserie besteht aus einem Verbund von Carbon und Titanium, also nochmal ein bisschen was anderes als Carbon Fiber. Und das Ganze macht das einfach so unfassbar teuer und da muss man schon einen guten siebenstelligen Betrag ausgeben, um ein so ein Auto letztendlich zu bekommen. Dafür hat man dann auch ein Auto, was 1350 Kilogramm wiegt, bedingt natürlich durch dieses ganze Titanium, und auch Felgen, die 5 Tage lang gebaut werden oder gefräst werden, weil die werden aus einem einzigen Aluminiumblock hergestellt. So, erkunden wir doch einmal dieses Cockpit und die ganzen Knöpfe. Erstmal einsteigen. Der Pagani hat natürlich Flügeltüren, die gehen nach oben weg und erleichtern auch das Einsteigen, weil auch ein Teil des Daches weggeht. Also ähnlich wie im McLaren 27S. Drin ist es wirklich relativ geräumig und da nimmt man den Schlüssel, der sieht aus wie ein Auto selber, und kann hier erstmal den Deckel wegpacken und packt dann da oben diesen, ja doch recht klobigen Schlüssel rein und dreht den um.
So, jetzt sitze ich mal hier im Pagani. Ja, da kommt immer so ein komischer Ton. Ich weiß auch nicht, wo der herkommt. Es ist wirklich wahnsinnig. Ich habe noch nie so ein detailliertes Cockpit gesehen von einem Auto. Hier vorne, alles ist Carbon. Das Lenkrad, die A-Säule ist Carbon. Das ist Carbon. Sonst Leder und hier ein bisschen Plastik, Aluminium. Aber es ist einfach alles sehr detailliert und sehr durchdacht. Und mehr Sicht gefühlt als in meinem Lambo tatsächlich. Die Tür ist ein bisschen angeschrägt, das ist ein bisschen merkwürdig. Aber nach oben hat man auch gut hier Sicht und sieht ein bisschen, was heißt Sicht, aber man hat vor allem Licht. Und alleine hier das Armaturenbrett ist wirklich eindrucksvoll und stark zu sehen. Die Geschwindigkeit geht übrigens bis 415 km/h. Und auch spannend, der Kilometerzähler hier oben, der noch analog ist. Aber natürlich hat der Pagani auch ein Navi und ein digitales System an Bord und hierüber steuert man die Außenspiegel. Also nicht über einen Knopf, sondern das geht über das Touchpad in der Mitte. Die Spiegel sind übrigens sehr gut zu sehen, sind sehr weit vorne, aber auch die Form stört da nicht, man hat einen guten Blick nach hinten. Man kann andere Sachen machen, Display-Helligkeit einstellen, das funktioniert nicht ganz so innovativ, da muss man klicken. Man hat natürlich ein Radio an Bord, aber kann auch letztendlich ein USB-Device, also wahrscheinlich einen USB-Stick anschließen, Bluetooth-Audio und ein Telefon hat man auch und man kann Apple CarPlay verwenden. Das Auto kann man sich insgesamt auch noch weiter individualisieren, indem man zum Beispiel das Licht verändert. Und hier kann man ganz einfach die Farbe einstellen. Hier muss man auch wieder klicken, es geht nicht über den Slider. Und wie man sieht, im Armaturenbrett ändern sich die Farben und auch in der Mittelkonsole ändert sich das. Also eine kleine Spielerei, die Helligkeit kann man noch einstellen. Und man kann es auch automatisch rotieren lassen. Hier kann man die Geschwindigkeit einstellen. Das ist dann für die, die sich einfach auf eine Farbe nicht festlegen können. So hat man einfach immer alle möglichen Farben am Start. Es gibt noch ein paar andere Sachen, auf die man klicken kann. Was ich allerdings ganz witzig fand, war bei der Air Condition. Da kann man einfach nur Air Condition an- und ausstellen. Da gibt es einfach keinen extra Button. Das geht dann auch übers Menü. Für die restlichen Klimaeinstellungen gibt es dann aber Knöpfe, wie hier zum Beispiel, um die Geschwindigkeit der Luftzufuhr einzustellen. Im Display wird dann angezeigt, wie stark das gerade ist und wenn man dann unten klickt, dann kann man auch wieder ein bisschen weniger machen. Die Knöpfe rechts daneben muss ich glaube ich nicht erklären, das ist glaube ich selbsterklärend. Nur ganz rechts, das ist die Temperatur, da wusste ich im ersten Moment nicht, was das genau bedeutet, weil das ein roter Pfeil ist, aber ist dann auch irgendwie logisch. Oben die Knöpfe fand ich ein bisschen enttäuschend, das ist irgendwie so Plexiglas, fühlt sich komisch an. Verschiedene Sachen kannst du einstellen, denke ich auch selbsterklärend. Zu Wings rechts kommen wir nochmal. Am Lenkrad hat man jeweils links und rechts die Blinker und dann die Einstellung für das Licht, mit dem man gerade fährt. Hier oben ist das Fernlicht bzw. die Lichthupe. Hier ist der Fensterwischer und darüber der Knopf fürs ESC. Wenn man möchte, kann man dieses vollständig ausschalten. Abgesehen von den kleinen Löchern unter den Düsen, die man hier jetzt rechts sieht, gibt es nur ein Handschuhfach im Pagani. Das sieht man hier. Alles auch schön Carbon Fiber, sieht ganz gut aus. Und das ist der Griff zum Türöffnen. Ein wunderschönes Detail des Huayras ist diese Mechanik, um letztendlich den Gang bzw. die Automatik abzustimmen. Also ob man jetzt vorwärts fährt, parkt und so weiter. Das sieht wirklich wahnsinnig geil aus und macht einen schönen Sound. An der Decke kann man das Leselicht anmachen und in der Mitte die Launch Control starten. Der Rückblickspiegel ist relativ klein, aber man kann doch so ein bisschen nach hinten sehen. Hinter den Sitzen sind Lautsprecher angebracht, sodass man den perfekten Sound in dem Auto auch hat und ein bisschen Musik hören kann. So, kommen wir nochmal zum Wings-Knopf. Der testet letztendlich die Funktion der Klappen für die dynamische Aerodynamikgestaltung des Fahrzeugs. Nämlich vorn und hinten sind jeweils zwei Klappen, die individuell den Downforce auf jeder Seite kontrollieren können. Das ist ziemlich einzigartig, da wurde Pagani von der Luftfahrtindustrie inspiriert und dort gibt es auch immer diesen Knopf, um alle Klappen einmal zu testen. Das hat man dann einfach hier übernommen. Am Lenkrad findet sich auch ein Knopf, um die Vorderachse anzuheben, ein sogenanntes Liftsystem, damit man leichter über Hügel kommt und in Tiefgaragen reinfahren kann. Ein sehr praktisches System und schön, dass der Pagani auch diese Funktion hat. Hier kann man noch das Lenkrad verstellen von der Höhe und sich ein bisschen weiter rausziehen. Und letztendlich, wofür dieser Drehknopf ist, ich habe keine Ahnung. Wenn ihr es wisst, schreibt einfach mal einen Kommentar. So sehen die Lichter aus beim Pagani. Leider weiß ich nicht mehr genau, was ich gedrückt habe. Ich glaube, oben links ist Fernlicht, oben rechts ist auch irgendwie Tagfahrlicht oder sowas. Genau wie unten der Streifen und natürlich unten rechts ist der Blinker.
Um an den Motor ranzukommen und auch um an den kleinen Kofferraum, der jeweils an beiden Seiten ist, ranzukommen, muss man diese Schnallen öffnen und dann unten mit dem Griff von beiden Seiten hinten das Verdeck hochziehen. Dafür braucht man auch zwei Personen, aber das sieht ganz schön Transformer-mäßig aus. Vorne sieht das ähnlich aus, da ist kein Kofferraum, aber man kann mal einen Blick rein riskieren. Und so sieht der Pagani Huayra komplett offen auf, mit allen Türen, mit vorne offen, hinten offen. Hier an der Seite ist ein bisschen Kofferraum, aber das war's dann auch. Hat so ein bisschen was von Transformer oder irgendwie sowas. Also sieht, finde ich, sehr verrückt aus und geil, wie das alles so offen konstruiert ist. An der Seite kann man Benzin nachfüllen, das geht aber auch ohne alles aufzumachen. Kühlwasser kann man letztendlich auch nachfüllen. Und dann sehen wir hier den ganzen Motorraum. Das hatte ich euch vorhin schon gezeigt, deswegen überspringen wir das auch kurz. Nur hier nochmal der Motor, da sieht man letztendlich, dass der auch handgefertigt wurde. Handcrafted by, den Namen kann ich jetzt nicht lesen. Den Kofferraum wollte ich euch nochmal zeigen, der ist hier an der Seite, da sind extra Taschen letztendlich drin, die vom Pagani hergestellt werden, die dann da auch reinpassen. Aber dafür muss man halt alles einmal aufmachen. Auf der anderen Seite kann man Öl nachfüllen und es lohnt sich, einen Blick auf diese riesigen Reifen zu werfen, die so, glaube ich, nur im Aventador und Bugatti zu finden sind. Hier geht die Luft für die Turbolader rein und diese müssten auch irgendwo da unten zu sehen sein. Aus Gewichtsgründen verzichtet der Huayra auf ein Doppelkupplungsgetriebe. Es ist ein Getriebe verbaut mit 7 Gängen, das insgesamt nur 96 Kilogramm wiegt. Hier die Aufhängung vorne. Insgesamt könnte alles sauber gemacht werden. Hier sieht man auch nochmal den riesen Kühler, aber so viel Spannendes ist dann vorne auch nicht zu sehen. Und wie gesagt, kein Stauraum oder so. So, das war meine kleine Führung um den Pagani oder um die beiden Paganis. Und dann sind die auch noch ein bisschen unterschiedlich. Das ist quasi der Standard Huayra. Der hat noch überall die italienische Flagge, die Tricolore überall rum. Also vom Design her auch noch ein bisschen besonders. Aber der hat noch ein besonderes Bodykit und das nennt sich Tempesta. Kostet nochmal extra 160.000 Euro. Und man sieht schon vorne so ein bisschen die Front, der Spoiler, der ist ein bisschen anders. Der hat eine andere Abstimmung vom Fahrwerk und auch das Aero, die Spoiler, die rausgehen, die bewegen sich nochmal ein bisschen anders. Diffuser ist anders und die Auspuffanlage, die in dem Wagen tatsächlich nur 7 Kilogramm wiegt, weil das alles Titanium ist. Ach so, genau, die Felgen sind auch noch anders auf dem. Folgt denen auf Facebook und Instagram. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu den beiden Autos habt, dann stellt sie einfach in den Kommentaren. Ich versuche sie zu beantworten. Und ich mache mir jetzt langsam wieder auf den Weg nach Hamburg. Wirklich sehr geiler Tag, die beiden Autos hier zu sehen. Das ist wirklich was ganz Besonderes. Leider hat es heute nicht geklappt mit dem Fahren. Aber vielleicht werde ich irgendwann mal in einem von denen sitzen und fahren. Oder es gibt noch so viele andere wahnsinnige Autos, die ich natürlich gerne vor die Linse bekomme und auch mal fahre. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und wenn ihr es auch so sehr mögt, dass ihr subscriben wollt, dann subscribe doch gerne. Ciao, bis dann.